So lange hat es gedauert, aber jetzt halten wir unsere Versprechen ein. Wir wollen euch heute drei Themen berichten, die ihr auch schon teilweise erwartet habt. Die Ursache hat so viel Druck gemacht, dass ich mich endlich dazu entschlossen habe, das Video zu machen. Es geht erst einmal um die Restnacharbeiten zu unserer Seitenkamera. Davon haben wir ja ein Video gemacht und da sind ein paar Fragen offen geblieben. Wir waren mittlerweile bei der Firma Karatec und da ist es erledigt. Ich sage euch, welche Fehler ich gemacht habe und was gut geworden ist. Dann kommen wir als zweites zu unseren Ganzjahresreifen. Die Erfahrungsberichte sind vorhanden, das sagen wir euch auch. Und last but not least kommen unsere Dashcams und die Ussi filmt mich, ich berichte. Und wenn die Ussi noch was zu sagen hat, dann kann sie es jetzt sagen, ansonsten soll sie bitte schweigen. Also zum Technik kann ich nichts sagen, aber bleibt einfach dran, denn ich denke, da gibt es einige interessante Tipps und Informationen, die ihr sicher auch gebrauchen könnt. Das glaube ich auch, ja. Mhm. So, ich habe euch ja schon gesagt, dass diese rechte Kamera, die ich mir einbauen habe lassen, als Rückfahrkamera ungeeignet ist, weil einfach das Auto viel zu schnell kommt, weil der Sichtwinkel entsprechend ja, schwierig einzuschätzen ist. Wenn man das Auto sieht, dann ist es schon da. Aber als Seitenkamera für Einbiegen in eine Straße, gerade in eine unübersichtliche Straße, ist es natürlich bestens geeignet. Das haben wir jetzt getestet und die Firma Karatec hat uns das so eingestellt, dass wenn ich den Blinker nach links richte, dann schaltet sich diese Kamera ein auf die rechte Seite, was aber nicht bedeutet, dass ich nicht mehr nach rechts rausschauen brauche, sondern nur noch in die Kamera, in den Monitor reinschauen muss. Also das auf keinen Fall. Das ist nur eine zusätzliche Sicherheit. Das heißt, man schaut nach rechts durch die Windschutzscheibe und wirft noch einen prüfenden Blick, bevor man losfährt auf den Monitor. So wie mir der Unfall in Frankreich passiert ist. Viele treue Zuschauer, die wissen, was da los gewesen ist. Ich sage, dieser Unfall wäre mit dieser Seitenkamera verhindert worden, weil ich dann beim Losfahren nochmal das Auto vom Unfallgegner gesehen hätte und dann hätte ich stoppen können. Den Fehler, den ich aber dabei gemacht habe, das war allerdings diese Kamera. Ich kann euch sagen, diese Kamera ist nach meiner Einschätzung komplett sinnlos. Die bringt eigentlich gar nichts. Ich habe dann noch den zweiten Fehler machen lassen, habe beim Rechtsblinken auf diese Kamera schalten lassen. Das bringt keinen Vorteil, weil hier hat man ja auf der linken Seite hat man ja eine gute Übersicht. Das ist ja die Fahrerseite. Also, wenn ihr euch so ein System einbauen lasst, was ich grundsätzlich nur extrem empfehlen kann, also mir ist das sehr hilfreich, vor allen Dingen, wenn die Ursi nicht dabei ist, also wenn ich alleine bin. Wenn ihr euch so ein System einbauen lasst, mein Ratschlag ist, lasst diese Kamera sein und achtet lieber darauf, dass ihr dann eine zweite Rückwärtskamera einfahren lasst, also dass dann praktisch eine Rückwärtskamera nicht mit 160 Grad, sondern vielleicht nur mit 100 oder 110 Grad eingebaut wird, damit ihr ein bisschen weiter nach hinten sehen könnt und dann die normale 160 Grad Kamera, wie ich sie ja in dem besagten Video beschrieben habe, aber die rechte Seitenkamera, die kann ich empfehlen. Die linke würde ich weglassen heute. Hier haben wir ein typisches Beispiel für den Sinn der rechten Seitenkamera. Man sieht nach rechts nicht in die Straße. Ohne Beifahrer müsste man sich blind hineintasten, was bei starker Verkehrsbelastung sicher nicht so einfach ist. Setzt man den linken Blinker, schaltet sich die Seitenkamera automatisch zu und man erhält einen guten Einblick zu dem Verkehr von rechts. So, jedes Mumpel hat mindestens vier Räder und auch unseres. Und da gibt es natürlich einige Alternativen oder einige Möglichkeiten oder einiges zu bedenken. Wir hatten vier Sommerreifen, so haben wir das Fahrzeug übernommen, haben uns dann vier Winterreifen gekauft und irgendwann hat mich das Ganze genervt, jeden Winter und jeden Frühjahr und jeden Herbst diese Reifen zu tauschen. Deswegen
habe ich dann irgendwann nur noch die Winterreifen draufgelassen, zumal es auch nicht immer so leicht war, eine Firma zu finden, die das Ganze tauschen kann. Dann habe ich die Winterreifen draufgelassen und nachdem das ja Frontantrieb ist, fahren sich die vorderen Reifen etwas schneller ab als die hinteren Reifen. Das passiert bei den Winterreifen so und so, im Sommer bei Hitze schneller. Und es war notwendig, die beiden vorderen Winterreifen auszutauschen und da kamen für mich nur die Ganzjahresreifen oder Allwetterreifen, wie man so sagt, in Frage. Ich habe dazu ein Video gemacht, das war nämlich letztes Jahr schon, Anfang letzten Jahres, und aufgrund des Videos haben uns viele angeschrieben, wie wir jetzt mit diesen Ganzjahresreifen zufrieden sind. Also das sind die Ganzjahresreifen von Yokohama. Wir haben uns extra für diese Reifen entschieden, weil die einfach preis-leistungsmäßig am meisten bieten. Ja, Continental ist sicherlich auch gut oder Michelin, aber die sind natürlich wesentlich teurer und unser Reifenhändler hat uns gesagt, Yokohama, das ist eine absolut gute Firma und das sind hochwertige Reifen. Wir sind bei heißem Wetter unterwegs gewesen, kein Problem, auch keine nennenswerten Geräusche verursacht. Wir sind auch bei Schnee unterwegs gewesen am San Bernardino, wenn ihr euch das angeschaut habt. Da sind viele Wohnmobile liegen geblieben. Es war eine geschlossene Schneedecke, aber wir sind da ganz locker durchgefahren. Wir sind nicht mal ins Rutschen gekommen. Also das war überhaupt kein Problem. Ich kann diese Ganzjahresreifen für einen normalen Winterbetrieb, was anders ist natürlich, wenn man Skifahren geht und fährt in Skiregionen, dann braucht man vermutlich Schneeketten oder auch Winterreifen. Aber für den normalen Winterbetrieb, wenn man sich bei Schneefall nur auf der Autobahn oder auf Schnellstraßen bewegt, dann langen diese Reifen vollkommen aus. Für Yokohama haben wir uns bewusst entschieden, weil die haben eine Zulassung von über, ich glaube, 6,5 Tonnen. Wir haben ja nur 4,5 Tonnen, das heißt also auch hier ist ein gewisser Sicherheitspuffer integriert und wir können also nichts Negatives zu diesen Reifen sagen. Wir lassen jetzt dann die beiden hinteren Reifen tauschen und machen genau das gleiche Reifenmodell wieder drauf, was wir uns schon vorne haben montieren lassen. Also unsere Empfehlung zu dem Video von damals nach einem sogenannten Langzeittest kaufen. Wir kaufen es uns auf jeden Fall wieder. So, dann kommen wir noch zu den Dashcams. Meines Erachtens sind die beiden Dashcam-Produzenten, das ist die Firma Fiofo und die Firma Fandrew. Wir haben von beiden Firmen schon 2,7K Dashcams vorgestellt und jetzt haben wir zwei zum Testen bekommen und zwar in 4K, also in einer deutlich besseren Auflösung. Und dazu möchte ich jetzt was sagen. Als erstes zeige ich mal, wie ich die befestigt habe. Das hier ist die Fendro, die nimmt man einfach so ab und schon ist alles erledigt. Und das hier ist die Fiofo, da zieht man hier das Kabel für die Innenkamera ab und dann kann man sie darüber schieben. Also sie sind beide gleichermaßen ruckzuck hingemacht und rund ruckzuck wieder abgenommen. Einige Unterschiede gibt es aber zu den Dashcams und diese Unterschiede möchte ich euch jetzt erklären und dann verlinken wir das alles und wer Interesse hat, der kann sich die ja besorgen. Jetzt. So, hier haben wir ein Teilsortiment unserer ganzen Dashcams. Wir haben auch von der Firma Fiofo haben wir die kleine Version gehabt, das ist jetzt hier die 4K-Version. Die habe ich jetzt nicht dabei, aber das sind zwei Dashcams in 2,7K von der Firma Fandrew. Und ich muss gleich dazu sagen, 2,7K, das langt vollkommen für den Hausgebrauch. Man kann jede Verkehrssituation damit aufzeichnen und man kann auch ein Verkehrsschild oder ein Nummernschild genau erkennen bei 2,7K. Wenn man jedoch Videos drehen will, sei es für privat oder eben für YouTube, dann empfiehlt sich schon eine 4K-Dashcam, weil man da eben genau den Verkehr erfasst und dann kann man auch ein paar Detailszenen rausschneiden und die noch in guter Qualität auch präsentieren, also auf HD-Qualität praktisch verkleinern oder vergrößern das Ganze. Und wir haben jetzt von eben hier die Fandrew und die Fiofo zur Verfügung gestellt bekommen und haben die ausführlich getestet und über diese Erfahrungen möchte ich hier berichten.
Und dann habe ich auch rechtliche Situationen recherchiert. Ich bin kein Rechtsanwalt, ich darf auch keine Rechtsberatung vornehmen, ich will auch keine und ich kann auch keine vornehmen. Ich sage euch nur meine persönliche Meinung, wie die rechtliche Situation ist. Aber erst einmal zu den beiden Dashcams. Die tun wir jetzt zur Seite legen, die haben nichts mehr damit zu tun. Aber ich verlinke alle die 2,7K Dashcams. Und ich verlinke auch die 4K-Dashcams, dann könnt ihr euch mal anschauen, wie die preislich sind und dann könnt ihr euch überlegen, für was ihr euch entscheidet. Also, es lassen sich an diesen Dashcams, an den beiden, maximal 3 Kameras anschließen. Das heißt, wenn man es im BKW benutzt, dann kann man es für vorne nutzen, für hinten nutzen und für den Innenbereich. Das gilt gleichermaßen für beide Dashcams. Alle beiden sind über App bedienbar. Das läuft auch, kann ich sagen, gleichermaßen kompliziert. Also da würde ich weder der einen noch der anderen Kamera einen Vorteil zugestehen. Auch die Aufnahmequalitäten, die sind meines Erachtens komplett gleich. Wir haben in etlichen Videos von der Firma Elba beide einmal Bilder von Piofo gezeigt und einmal Bilder von Fendru. Ich habe keinen Unterschied gesehen, dass irgendwo die Qualität besser oder schlechter gewesen ist. Der einzige Unterschied ist bei Piofo, da ist so ein Polarisationsfilter hinten drauf. Den kann man da mal zeigen, in die Kamera halten. Der wird also da drauf gesteckt, der war da dabei. Ich kann sagen, wir haben eine Szene, wo sich vieles in der Frontscheibe gespiegelt hat. Das haben wir mit der Fendru ja aufgenommen, ohne Polarisationsfilter, und mit der Piofo mit Polarisationsfilter. Das Ergebnis hat keinen Unterschied gebracht. Also ich glaube nicht daran, dass der Polarisationsfilter viel hilft beim Spiegeln in der Frontscheibe. Die Aufnahmequalität mit 4K ist natürlich absolut super. Das ist keine Frage, jetzt kommt der Auto. Die Aufnahmequalitäten sind also gleichermaßen gut, ist 4K und auch die Objektive, die machen keinen Unterschied. Ebenso die Echtheit der Farben, auch da haben wir keine großen Unterschiede bemerkt. Einen Nachteil haben aber beide Kameras gleichermaßen. Wir nehmen unsere Videos mit 25 Bilder pro Sekunde auf und die bieten also nur 30 Bilder pro Sekunde. Das hat dann gewisse Nachteile, wenn man das Video beschleunigt oder auch beim Schnitt, gerade wenn man mal rund schneidet, dann hat es unter Umständen nochmal ein wenig Nachteile. Aber ist alles nicht sonderlich gravierend. Also beide machen nur 30 Frames pro Sekunde. Bei Piofo geht der Bildschirm grundsätzlich nach ein paar Sekunden aus. Das habe ich reklamiert bei der Firma. Und sie haben mir dann tatsächlich ein Update geschickt, dass der Bildschirm dauerhaft in Betrieb ist. Aber das Ganze funktioniert nur, wenn ich das an der Kamera einstelle, so wie ich das an der App verändere, geht der Bildschirm wieder nach ein paar Sekunden aus. Also da müsst ihr vielleicht einmal Piofo nachbessern, aber das ist schon das Einzige, was ich da zu bemängeln habe. Wie das mit den Dateisystemen funktioniert zwischen Innenkamera und Außenkamera, das ist bei Piofo sehr leicht nachvollziehbar. Da ist nämlich A ist für Außen und B Videos sind für Innen. Bei der Fendru ist es aber auch, das sind untereinander, nehmen die gleichzeitig auf. Also das ist kein Problem. Dann die Einstellung der Aufnahmehöhe. Da hat man hier bei Piofo, kann man das Objektiv verändern. Am besten ist, man macht es immer auf die gleiche Höhe. Bei Fendru ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil da muss man dann die Halterung innen muss man da ein bisschen verschieben. Aber es geht beides. Also auch das ist de facto kein Vor- und kein Nachteil. Beide Kameras erfordern eine extrem hohe Rechnerleistung, das ist ganz klar, und einen hohen Kartenverbrauch. Deswegen habe ich auch in beide eine 512 GB Chip eingesetzt, Speicherchip. Wobei ich sagen muss, wenn die Piofo öfters gestanden hat, also wenn wir geparkt haben und sind dann weitergefahren, dann kam oft die Meldung, Speicherkarte zu langsam, was bei der Fendru nicht gekommen ist.
aber dieses Speicherkarte zu langsam Hinweis, der hat keinen Nachteil, was die Aufnahmequalität anbelangt, bemerkbar gemacht. Also ich habe da nichts gesehen davon. Es war dann jetzt für mich die Entscheidung, mit welcher fahre ich zukünftig, denn ich dürfte ja beide behalten. Und da habe ich lang überlegt und am Schluss dann eine Entscheidung getroffen, ich behalte beide. Die sind beide nicht schlecht, die sind beide super und die eine hängt jetzt ein bisschen mehr auf der linken Fahrerseite, sodass ich da ein bisschen seitlich was erwische und die andere hängt in der Mitte, sodass dann ein bisschen weiter nach rechts die Straße zu sehen ist. Und es hat dann noch einen Vorteil, weil wenn man da mal hindrückt, dann ist ganz schnell der Ton ausgeschaltet und wir haben das in unserem Video von Bühl, haben wir das erlebt, dass da habe ich dann die Aufnahme von der Innenkamera benutzen wollen und dann habe ich festgestellt, hoppla, da war der Ton ausgeschaltet, dann habe ich einfach die Innenaufnahme von der Fiofo genommen und das hat dann funktioniert. Also wir fahren in Zukunft mit beiden Kameras rum, empfehlen. Welche besser ist, können wir nicht. Die sind beide super. Es sind beide Spitzenkameras. Schaut euch mal die Preise an. Also wie gesagt, ich verlinke alles. Schaut euch die Preise an, was euch sympathischer ist. Beide lassen sich leicht montieren. Wir können beide Kameras, beide Dashcams nur empfehlen. So, und jetzt noch zur rechtlichen Situation von Dashcams. Das ist nämlich ein etwas heikles Thema. Und wie gesagt, ich schicke gleich voraus, erstens bin ich kein Jurist, zweitens kenne ich mich nicht aus und drittens mache ich nur das, was für mich richtig ist. Was für euch richtig ist, das muss jeder selber wissen. Und wenn jemand ein Problem bekommt, dann bin ich nicht verantwortlich. Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter, aber ich kann auch nicht sagen, wie irgendein Richter entscheiden würde. Es gibt einige Urteile, aber die will ich jetzt gar nicht zitieren. Tatsache ist eins, ein dauerhaftes Filmen von Personen, nicht auf dem eigenen Grundstück, das ist grundsätzlich in Deutschland nicht gestattet. Und wenn ihr eine Dashcam dran macht, die dauerhaft filmt, dann ist es eigentlich grundsätzlich erst einmal nicht gegen Recht und, ist gegen Recht und Gesetz. Aber das passiert ja laufend, denn die Teslas zum Beispiel, die sind alle mit Kameras ausgestattet und sogar die Polizei bedient sich der Hilfe von Kameras, die im Tesla verbaut sind, wenn sie Verkehrsverstöße nachweisen wollen. Und es ist auch mittlerweile Usus, dass Dashcams bei Unfällen hinzugezogen werden. Wenn ihr eine Dashcam im Auto habt und es passiert ein Unfall, der Polizist zieht die Dashcam, der wird euch gleich die Karte beschlagnahmen, um zur Unfallauswertung mitverwenden. Und die Dashcam kann dann auch gegen euch verwendet werden. Also Geschwindigkeit, Rechtsverstöße und sonstiges kann dann alles hier nachgewiesen werden. Also es ist nicht immer nur von Vorteil. Tatsache ist auch, dass die Dashcams im Prinzip geduldet sind. Unproblematisch sind sie, wenn sie auf Crash-Sensor eingestellt sind. Das heißt, die Dashcam schaltet sich dann ein, wenn ein Crash passiert, und zwar 10 Sekunden rückwärts. Man hat also nur die Unfallszene 10 Sekunden rückwärts drauf. Und das sollte unproblematisch sein. Das dauerhafte Filmen könnte Probleme geben. Aber es ist halt Voraussetzung, dass sich das Ganze immer wieder löscht, was ja Dashcams normalerweise machen. Bei 512 GB Speicherkarte natürlich zu einem relativ späten Zeitpunkt. So, das ist jetzt die eine Sache. Die andere Sache ist dann, wie ist es im Ausland? Da gab es früher ziemlich harte Urteile. Vor allen Dingen in Frankreich und in der Schweiz habe ich nachgeschlagen, aber mittlerweile wird es sowohl in Frankreich und in der Schweiz, soweit mein Kenntnisstand ist, wird es geduldet. Also ich habe im Moment die Länder, die wir bereisen, also auch Dänemark, Norwegen, Schweden, da haben wir überall unsere Dashcam eingesetzt und wir hatten da kein Problem, dass wir da irgendwie rechtlich verstoßen. Unsere Dashcams waren immer dran, auch in Spanien, Portugal. Und da sehe ich kein Problem drin. Was ihr macht, das müsst ihr selber recherchieren. Ich sage, eine Grauzone ist es sicherlich das dauerhafte Filmen des Verkehrs. Aber wenn ihr den Crash-Sensor einstellt, dann sollte rechtlich eigentlich kein Problem sein. Ich denke, das ist alles, was ich zum rechtlichen Situation sagen kann. Ansonsten macht euch kundig oder schreibt den ADAC an oder lest beim ADAC nach. Der gibt auch viel Auskünfte zu dem Dashcam. So, ich denke, das waren jetzt einige Tipps dabei und ich hoffe, es
sind einige Tipps auch dabei gewesen, die euch nützlich sind und die euch weiterhelfen können. Hast du das alles gewusst, Lucy? Nein, so zum Teil schon. Ich bin ja eigentlich immer dabei. Hast du meine Meinung geteilt? Ja, also das kann ich also alles unterstützen, was der Helle euch jetzt hier alles erzählt hat. Das ist doch schon mal schön, oder? Also, in diesem Sinne, unsere nächste Fahrt geht dann vermutlich schon Richtung Düsseldorf. Mhm, genau. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Das war's jetzt erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und ansonsten wünschen wir gute Fahrt. Gute Entscheidungen und bleibt alle gesund und munter. Ja, uns besonne.